und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch eine neue Sammlung bzw. Haul, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und zwar rückt ja der Sommer immer näher, es wird ja draußen immer wärmer und das bedeutet natürlich, dass auch so langsam die Badezeit losgeht und die Strandzeit und die Bikini-Zeit. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute einfach mal alle meine Bikinis, die ich habe für diesen Sommer und ich habe mir etliches Neues geholt dieses Jahr und ein paar sind auch noch vom letzten Jahr, deswegen ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal meine Bikini-Sammlung und würde sagen, wir legen jetzt auch sofort los und starten mit meinen Bikinis. Ich muss dazu sagen, dass ich mir oft, ich habe, glaube ich, genau einen einzigen Bikini, der zusammengehört, weil sonst hole ich mir meistens immer entweder nur ein Oberteil oder nur die Hose, weil mir entweder bloß das Oberteil gefällt oder mir nur die Hose gefällt. Deswegen gehört das alles nie zusammen, aber ist ja egal. Ich kombiniere das so, wie ich Lust habe und ich würde sagen, wir starten jetzt mit einer Bikinihose, wo ich sogar noch das Preisschild dran habe, beziehungsweise das Schild, weil die habe ich euch in meinem H&M Haul gezeigt und da war ich mir nicht so hundertprozentig sicher und deswegen habe ich mir die nochmal neu in einer Größe größer bestellt. Und die kam gestern an, deswegen passt das aber und ich kann euch die heute mit zeigen. Und zwar ist das einmal diese Bikinihose und zwar ist es eine High-Waisted Bikinihose, deswegen sieht die auch so groß aus. Die ist von H&M und ja, die sieht so hier aus, ist so blau-weiß gestreift und hier an den Seiten hat sie solche Bänder, die kann man weiter aufmachen oder weiter zumachen, je nachdem wie die Hose so sitzt. Und ja, die geht halt bis über den Bauchnabel, finde ich sehr, sehr cool, weil ich habe eigentlich ewig nach einer richtigen High-Waisted Bikini-Hose geguckt, habe aber nie so richtig eine gefunden, die so richtig gepasst hat, aber die passt jetzt sehr, sehr gut und deswegen habe ich jetzt endlich diese Hose und fühle mich damit auch einfach wohler. Achso, ich werde euch die Bikinis leider nicht eingeblendet zeigen. Ich weiß, dass das eigentlich alle machen zu einer Bikini-Sammlung, aber ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu einem Bikini, der zusammengehört. Das ist wie gesagt der einzigste. Und zwar ist das einmal dieser hier. Der ist von Esmara und den habe ich mir jetzt auch erst vor kurzem geholt. Das ist die Bikini-Hose. Die ist so mit Blumenmuster und hier oben hat sie so einen schwarz-weißen Bund. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ach, werde ich dann dieses Jahr zum ersten Mal tragen. Und passend dazu das Oberteil. Das sieht, ich könnte natürlich auch mal ein Stück zur Seite rücken. So. Das Bikini-Oberteil sieht so aus. Also ist auch so Blumenmuster und unten hat es diesen weißen Bund oder weiß-schwarzen Bund. Und hier sind auch Polster drin, darauf achte ich immer sehr, weil wenn immer keine Polster drin sind, dann sieht man alles durch und das ist so ein bisschen blöd. Aber ja, das ist dieser hier und wie gesagt, der gehört zusammen, der war auch echt nicht teuer. Also ich glaube, beides zusammen hat vielleicht 5 Euro gekostet, also im Normalpreis, nicht im Sale oder so. Dann machen wir weiter mit einer Bikinihose und zwar ist die von Family. Da habe ich viele Bikinihosen. Weil die sind da nicht teuer, die kosten nur um die 5 Euro und sitzen immer sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir diese hier noch geholt. Das ist einfach eine ganz schlichte schwarze Bikinihose. Hat an den Seiten hier noch solche schwarz-weißen Bänder. Und die kann man dann hier für die Seite zum Raffen nochmal enger stellen oder lockerer stellen. Auf jeden Fall, das ist eine ganz normale schwarze Bikinihose. Passt auf jeden Fall zu jedem Oberteil. Dann haben wir noch eine Bikinihose und zwar ist die von Bonprix. Und zwar sieht die so hier aus. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Die habe ich letztes Jahr oft getragen. Und von hinten sieht sie so aus. Auf jeden Fall sehr urlaubsmäßig. Deswegen mag ich die sehr, sehr gerne. Und so sieht sie aus. Dann machen wir mal weiter mit einem Oberteil. Und zwar ist das dieses Oberteil hier. Und da fällt mir auf, das würde auch eigentlich ganz gut zu meiner Hose da passen von Esmara, weil das ja auch so einen weiß-schwarzen Bund hat. Auf jeden Fall ist dieses Oberteil so. Das ist rot und das ist ein bisschen auffälliger, aber ich dachte mir, irgendwie fand ich es cool. Deswegen habe ich mir das geholt. Das ist von Kick, war auch nicht teuer. Also ich weiß zwar, dass Kick sehr umstritten ist, aber was Bikinis angeht, haben sie eigentlich echt viel und vor allem für so günstigen Preis. Deswegen
kann man da nichts verkehrt machen. Und ja, so sieht das Oberteil aus. Das habe ich mir auch neu geholt. Dann habe ich ein Bikini-Oberteil, was ich auch sehr, sehr mag. Leider weiß ich irgendwie überhaupt nicht mehr, von wo das ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich will auch nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich mal mit Anna zusammen gekauft. Und das war bei New Yorker. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es fast. Und zwar sieht das so ja aus. Das ist so ein bisschen bunter. Ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne. Habe ich letztes Jahr auch sehr häufig getragen. So sieht das aus. Und von hinten sieht es so aus. Also sieht sehr cool aus. Ja, hat das dann nicht. Ihr müsst natürlich sehr aufpassen, weil ich hatte letztes Jahr dann einen sehr tollen Abdruck mit 3 Streifen. Da sollte man dann vielleicht aufpassen. Aber so sieht das von hinten aus. Und allgemein finde ich es sehr, sehr schön. Dann machen wir weiter mit einer Bikinihose, die ich nicht mehr so toll finde. Die habe ich mir letztes Jahr auch mal geholt, aber für zu Hause geht sie. Und zwar ist das diese hier. Die ist auch von Family. Und ja, die hat so ein extrem auffallendes Muster. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so unbedingt noch mag. Aber ich denke mal fast, die werde ich für zu Hause aufheben. Oder für zu Hause benutzen und so sieht die aus. Und dann habe ich von Family noch eine Bikinihose. Und zwar ist das quasi dieselbe wie die andere gerade, nur dass das hier schwarz ist und der Bund bloß in der bunten Farbe, ich kann nicht mehr reden. Ja, die ist einfach auch ganz normal schlicht schwarz und hat dann bloß diesen bunten Bund. Und sonst sieht die auch ganz normal schwarz aus. Also wie gesagt, ich habe fast nur schwarze Bikinihosen, weil das einfach zu allen Oberteilen und sowas passt. Dann habe ich noch ein Bikini-Oberteil und zwar ist das auch von Esmara. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Habe ich letztes Jahr sehr viel getragen und zwar ist das dieses hier. Das ist einfach ganz schlicht und so. Ich sag jedes Mal schlicht, egal in welchem Video, immer. Und ja, jedenfalls sieht das so hier aus. Das kann man dann, wie gesagt, hinten ganz normal zumachen. Und finde ich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich noch eine Bikinihose. Und zwar auch eine schwarze. Und zwar auch von Family. Auch einfach ganz normal schwarz. Und hat hier solche roten Bänder. Das ist wie diese erste, die ich euch gezeigt habe. Mit den schwarz-weißen Bändern. Die ja kann man auch so gut vorstellen, dass sie fast bis zum Bauchnabel geht. Fast. Aber ja, ist auch ganz schlicht. Dann habe ich noch ein sehr schönes Bikini-Oberteil und das habe ich auch von Esmara. Das habe ich mir letztes Jahr noch gekauft, habe es aber erst nach dem Urlaub gekauft. Das heißt, ich habe es dann dieses Jahr zum ersten Mal an und ich finde das so schön. Und zwar ist das dieses hier. Das hat auch so ein Blumenmuster, finde ich wirklich unfassbar schön. Und ich freue mich schon richtig, das anzuziehen dieses Jahr. Also so sieht es aus. Sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch 2 Bikinihosen jetzt, die benutze ich nur zu Hause, also die benutze ich nirgendwo anders, weil die sind nicht mehr so schön. Und zwar ist das noch diese schwarze Bikinihose hier, da weiß ich auch nicht mehr, wo die her ist, die habe ich schon sehr, sehr lange. Und das ist einfach eine ganz schlichte schwarze Bikinihose, aber wie gesagt, die zerrage ich nur noch zu Hause. Und die andere Bikinihose finde ich auch irgendwie hässlich. Ich habe letztes Jahr vor meinem Urlaub Bikinis bestellt und dann hatte ich diese Hose und passend dazu auch ein Oberteil. Allerdings, das Oberteil habe ich einmal angehabt und habe dann festgestellt, es passt gar nicht so richtig. Habe es dann weggemacht. Erstens hat es auch keine Polster gehabt und ich hatte den halt nur am Strand an. Und ich finde auch allgemein, irgendwie sieht er überhaupt nicht schön aus. Also keine Ahnung, was ich mir damals bei gedacht habe, den zu behalten. Und der sah auch auf dem Foto anders aus, muss ich dazu sagen. Auf jeden Fall ist es diese Hose hier und die ist von Bonprix. Aber erstens finde ich das Muster irgendwie mega strange. Also sieht nicht unbedingt so schön aus. Also das sind wirklich nur noch Hosen für zu Hause. Und dann kommen wir zu dem letzten Bikini-Oberteil. Das ist, glaube ich, auch von New Yorker. Das habe ich auch schon lange, 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 lange. Aber das trage ich auch nur noch zu Hause. Also das sieht so aus. Ich glaube von New Yorker oder Kick, ich weiß es nicht. Aber so sieht das auf jeden Fall aus. Hatte ich damals auch immer am Strand an, aber mittlerweile habe ich den nur noch
für zu Hause. Und da sind meine zwei Boxen auch schon leer. Und das war mein Bikini-Haul, meine Bikini-Sammlung, wie auch immer man es nennen mag. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein paar Inspirationen geben für eure Bikinis, wenn ihr noch welche kaufen wollt. Ich, wie gesagt, habe immer dazu gesagt, wo sie her sind. Ich hoffe, die gibt es auch noch. Also vieles habe ich mir erst jetzt geholt, also denke ich mal fast ja. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Habe ich das gerade schon gesagt? Keine Ahnung. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.